Hallo ihr Lieben, es scheint so, als sei es mir endlich nach einer Stunde und ein paar Minuten Verspätung gelungen, das balinesische Internet zu überlisten bzw. zu überreden, mich endlich live zu lassen. Falls irgendjemand da draußen schon mit dem Frühstück fertig ist und mir zuschaut, gebt mir einfach ein Zeichen. Ich freue mich, wenn ihr zuschaut und wenn ihr das Video nachher erst anschaut, irgendwann später, dann freue ich mich auch. Also, ihr seht, ich sitze mitten in einer wunderschönen tropischen Landschaft hier an der balinesischen Ostküste. Da ist das Meer. Mal sehen, warte. Mal gucken, ob ich so einen kleinen Schwenk hinkriege Richtung Meer. Da ist das Meer. Kann man das sehen? Ja, da kann man das sehen. Und da war ich vorhin gerade noch drin und habe die bunten Fische besucht und habe geschnorchelt. Und das war sehr schön. Und dann bin ich zurückgekommen und dachte, so, jetzt ganz rasch, es ist 15 Uhr, beziehungsweise bei euch in Deutschland 9 Uhr, dann wollen wir mal. Und dann hat das Internet den Mittelfinger hoch und hat gesagt, nee, du wartest noch. So, aber egal, jetzt habe ich es geschafft, so wie es aussieht. Ich hole euch mal noch ein bisschen näher an mich ran. Und heute will ich euch über zwei, wie ich finde, grandiose Emotionen aus dem warmen Pool erzählen. Wobei, ehrlich gesagt, finde ich alle Emotionen aus dem warmen Pool ganz toll und grandios. Und ich liebe sie alle, wie sie sind. Aber das eine, worüber ich jetzt gleich mit euch sprechen, beziehungsweise worüber ich euch das Kapitel aus meinem Buch vorlesen will, das ist die Geborgenheit. Und ich glaube, das ist sowas, was jeder Mensch, egal wie tough man sich so gibt und wie abgeklärt und cool, was jeder Mensch tatsächlich aus der Tiefe seiner Seele braucht und wo wir auch, wenn wir es nicht haben, echt empfindlich werden, wo wir merken, dass wir nicht mehr so ausgeglichen sind, wo wir mehr Schutztendenzen haben und so weiter. Also Geborgenheit ist eine Grundemotion, die wirklich, wirklich an die Wurzeln des Menschen geht. Wenn sie da ist, macht es uns glücklich und wenn sie fehlt, das ist eher ungünstig. Also lasst mich mit Geborgenheit anfangen und dann mache ich noch die Geduld für heute. Also, Geborgenheit. Was immer Sie persönlich mit Geborgenheit verbinden, es dürfte ziemlich sicher etwas mit Schutz, Sicherheit, Wohlgefühl, Unverletzbarkeit, Nähe, Wärme, Vertrauen, Zufriedenheit, geliebt werden, Ruhe und Frieden zu tun haben. Geborgenheit ist ein zentrales Lebensgefühl, dessen Erfahrung in der Kindheit als wesentlich für die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit gilt. Wer sich geborgen fühlt, entspannt sich und hat in diesem entspannten Zustand vollen Zugang zu seinem ganzen Potenzial, zu seiner Kreativität und zu seinem Humor. Geborgenheit ist ganz sicher eine gesundmachende Emotion, so wie die Abwesenheit von Geborgenheit häufig zur Entwicklung von massiven Ängsten führt. Interessanterweise gilt dieser Terminus als unübersetzbar und existiert in vielen Sprachen gar nicht. Das deutsche Wort Geborgenheit wurde 2004 im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs zum zweitschönsten Wort der deutschen Sprache gekürt. Ist das nicht schön? Wenn Sie nun selbst lernen wollen, häufiger Geborgenheit zu empfinden, dann können Sie beispielsweise in Ihren Erinnerungen kramen und nach Situationen suchen, in denen Sie sich geborgen gefühlt haben. Was war das für eine Situation? Wer war dabei? Was hat die Person getan? Was haben Sie getan? Was dachten Sie? Wie haben Sie sich körperlich gefühlt? Was haben Sie gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt, gespürt? Können Sie eine solche Situation wiederherstellen? Falls ja, nur zu. Die meisten Menschen entwickeln bei mindestens einer der nachfolgenden Aktivitäten das Gefühl von Geborgenheit. Mit dem Partner kuscheln, so man einen hat, ein warmes Bad nehmen, Lieblingsmusik hören, Kerzenlicht und ein gutes Buch, sich massieren lassen,
heißen Tee oder Schokolade trinken, in der Natur spazieren gehen, in die Kirche gehen, beten bzw. meditieren, es sich vor einem Kaminfeuer in eine Decke gehüllt gemütlich machen. Probieren Sie es aus. Probieren Sie aus, welche bei Ihnen funktionieren. Viel Spaß dabei. Ja, das war jetzt die Geborgenheit. Ich gebe zu, dass bei diesem Wetter, das hier in Bali wie auch in Deutschland augenscheinlich dieses mit dem vor dem Kaminfeuer sich an eine Decke hüllen, jetzt nicht so der Brüller-Tipp ist. Aber man kann ja auch im Winter Geborgenheit herstellen und hebt es euch auf für kältere Tage. Okay, also wenn euch irgendwas zu dem Thema Geborgenheit beim Anschauen dieses Videos oder dieses ersten Teils des Videos einfällt, dann schreibt sie einfach mal drunter. Ich wünsche mir tatsächlich ein bisschen mehr Aktivität hier in der Gruppe. Ich komme mir so vor wie der Pausenclown, der jeden Sonntag seine Nummer hier abzieht und dann, ja, es wird konsumiert und es gibt ehrlich gesagt ein ziemlich wenig Feedback. Und ich wünsche mir ein bisschen Ermutigung weiterzumachen. Wir haben jetzt erst seit 129 und wir müssen noch bis 220, also sind noch, oder ein bisschen mehr, es sind noch gute 100 Seiten und ja. Ich sag mal, ich bräuchte ein bisschen Feedback und Ermutigung, damit ich weitermache. Wenn euch diese Videos also wichtig und wertvoll sind, dann lasst es mich wenigstens wissen. So wie jeder Künstler auf der Bühne Applaus braucht, so brauche ich wenigstens ein bisschen Feedback, um zu wissen, dass es irgendwen da draußen interessiert, was ich hier mache. Genau, aber ich weiß, in dieser Hinsicht kann ich mich noch in Geduld üben. Das ist sowieso eine meiner Baustellen. Aber es ist schon viel besser geworden. Werdet ihr gleich hören? Die Geduld. Die Wissenschaft ist sich einig. Geduld ist eine Kerntugend und als solche neben Intelligenz und Talent eine Schlüsselkomponente für Erfolg, beruflich wie privat. Wer geduldig ist und spontanen Impulsen widerstehen kann, lebt nicht nur gesünder und glücklicher, sondern ist meist besser ausgebildet und verdient auch mehr als die ungeduldigen Zeitgenossen. Geduld ist letztlich die Fähigkeit, mit ungestillten Sehnsüchten zu leben, unerfüllte Wünsche zurückzustellen, Schwierigkeiten gelassen und standhaft hinzunehmen, die Hoffnung nicht aufzugeben und zugunsten zukünftiger Chancen auf Belohnungen in der Gegenwart zu verzichten. Das ist ganz wichtig in der Kindererziehung, dass man da ein bisschen in diese Richtung den Kindern hilft, quasi zu warten und geduldig zu sein. Das zahlt sich später aus. Weiter im Text. Doch Geduld ist weit mehr als warten können. Vielmehr spielen auch Aspekte wie Selbstkontrolle, Ausdauer, Disziplin und Frustrationstoleranz, aber auch Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen, Gelassenheit, Gleichmut, Milde, Friedfertigkeit, Sanftmut und Nachsicht eine Rolle. Für die Ungeduldigen gibt es gute Nachrichten. Wie alle Haltungen, Tugenden und die daraus resultierenden Emotionen, können Sie auch die Geduld erlernen und trainieren, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Dankbarkeit einerseits und Willensstärke andererseits sind dabei sehr hilfreiche Vehikel. War ich früher ein ziemlich launischer und ungeduldiger Mensch, so bin ich inzwischen dank einer ausgedehnten Lernschleife tatsächlich recht geduldig geworden und erlebe dies als große Entlastung. All der Druck und Stress, den meine Ungeduld früher in mir erzeugte und den ich nicht selten auf meine Umgebung übertrug, sind verschwunden. Und wenn einmal etwas nicht nach meinem Tempo klappt, beruhige ich mich mit dem Gedanken, wer weiß, wofür es gut ist, und lächle. Mein einstiger Leitspruch, Herr, gib mir Geduld, aber zackig, erinnert mich heute nur noch in Postkartenform über dem Schreibtisch an meine ungeduldigen Jugendjahre. Heute weiß ich, dass Konfuzius recht hatte. Zitat: Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die großen Vorhaben
zum Scheitern. Also, was lange währt, wird endlich gut. So, meine Lieben, das war jetzt Knackofatz 2 Emotionen aus dem warmen Pool. Ich hoffe, das ist für euch heute, ich habe hier lauter Aussetzer heute sprachlich, das ist hoffentlich für euch für heute ausreichend und ihr genießt den Sommer, auch wenn es eine brüllende Hitze in Deutschland hat. Hier sind es jetzt auch 29,5 Grad, glaube ich, ja, so ziemlich. Aber hier weht natürlich immer ein Wind und ich kann immer ins Meer hüpfen oder in den Pool, in den warmen selbstverständlich. Insofern wird das die brütende Hitze hier sehr viel leichter gemacht als für euch Stadtmenschen. Und hallo Nicole, schön, dass du da bist. Und ja, insofern wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und hoffe, dass ihr die ganze Zeit nicht nur in diesen warmen Temperaturen, sondern auch emotional im warmen Pool bleibt und euch in Geduld und Geborgenheit übt, beziehungsweise in Geduld übt und für Geborgenheit sorgt. Das kann man nämlich herstellen. Bis nächsten Sonntag. Ich weiß noch nicht, wo ich da sein werde. Ich bin ja im Moment so ein bisschen nomadisch unterwegs, aber irgendwie kriegen wir das hin, auch wenn es vielleicht wie heute wieder mal eine Stunde zu spät ist. Aber ihr wisst ja, die Videos bleiben in der Gruppe stehen. Und im Übrigen, wenn ihr jemanden kennt, dem diese Videos gut tun könnten, ladet ihn ein, sagt ihm, er soll sich in der Gruppe anmelden. Ich lasse jeden da rein, der Interesse hat. Und dann kann er oder sie auch diese Videos sehen. Ich bin eure Barbara Fischer-Reinicke, Autorin von Arschbombe ins Glück. Lustig, das steht immer, ist immer seitenverkehrt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Und ich wünsche euch einen tollen Sonntag. Bis bald. Ciao, ciao. Bye, bye.